Pierre Cori, eine 1:2 Niederlage im Test gegen einen hochkarätigen Gegner, gegen den Superligist AC Bellinzona. Was sagen Sie zum Spiel? Ja, es ist so, wir sind sehr gut in das Spiel reingekommen. Ich denke auch, dass wir insgesamt die erste Halbzeit der bessere Mannschaft waren. Und schlussendlich haben wir dumme Tore bekommen, einen Stellungsfehler und nachher das eine Standardsituation. Aber wir haben eigentlich Möglichkeiten gehabt, um schon früher höher zu führen. In Lustenau haben Sie gesagt, viele neue Erkenntnisse gewonnen. Wie war es heute? Ja, heute habe ich mehr positive Erkenntnisse gewonnen. Wir haben heute, wie wir angefangen haben, sehr starken Auftritt gehabt und das lässt mich hoffen auf mehr. Wir können weiterbauen. Die Entwicklung der Mannschaft ist im vollen Gang und die ist in eine gute Richtung. Zweite Halbzeit, muss man aber auch ehrlich sagen, war es von beiden Seiten kein gutes Fußballspiel mehr und war es nur eine Hin- und Her-Kickerei. Die Mannschaft ist noch nicht ganz komplett. An welchen Positionen gibt es noch Veränderungen? Ja, wir haben noch auf der linken Verteidigungsposition. Unser Captain Cirone ist noch nicht fit. Da hoffe ich doch, dass der in der nächsten Woche einsteigen kann ins Training. Und wir suchen noch eine gute Verstärkung im Sturm. Aber da ist Präsident Albin Johan und Sportdirektor Moses sind da dran.